Die Fußball-Weltmeisterschaft ist gerade geschafft, schon steht das nächste Großereignis vor der Tür. 100 Jahre Fußball in Österreich. Einer, für den Fußball im Speziellen und Sport im Allgemeinen großen kabarettistischen Wert hat, ist Mini Bitlinski. Vor 4 Jahren hat der Hektiker seine Solokarriere mit dem WM-Journal begonnen. Seither gab es so manch gekonnten Spielzug, wenn auch manchmal mit kleinen Fouls. Und weil der Kabarettist Mini Bitlinski, der übrigens früher selbst einmal Fußballer war, mit seinen Opfern nie zimperlich umgeht, war es höchste Zeit für ein Treffen auf dem Spielfeld. Ein Treffen mit Teamchef Herbert Prohaska und mit seinem Lieblingsopfer, mit Toni Polster. Nein, das habe ich nicht wirklich geglaubt. Was soll? Was soll? Nein, es hat gestern graue Haare, da gibt es ein paar braune nur noch. Ja, da gibt es eine blaue. Das ist gut. Aus der Bundesliga 6 Wochen Sperre, oder was? Ja, angefangen, glaubt ihr, mit euch einer Gruppe, dann kann ich. Nein, nachher auch. Nein. Zur Pause war es 0:1 hinten. Was hat der Teamchef eigentlich in der Pause gesagt? Ja, ja, stimmt. Der Teamchef ist in der Pause kurz zu uns gekommen, in die Garderoben hinter ist. Er hat uns gesagt, dass wir eh gut kicken können. Das war gut so, dass er das gesagt hat, weil haben wir es dann selber auch gewusst. Das hat uns dann natürlich irrsinnig aufgebaut. Er hat gesagt, die Gegner kicken auch nur mit Wasser. Wir haben in der ersten Halbzeit gut gespielt und wir vergessen aufs Tore zum Schießen. So, jetzt tun in der zweiten Hälfte das Tore zum Schießen. Jeder, der will, der soll. Am Anfang ist man natürlich irritiert, das ist keine Frage. Dann steht man eigentlich drüber, wenn man weiß, nur die Guten werden parodiert. Und auch eine sogenannte Negativwerbung ist auch eine gute Werbung. Ja, das stimmt. Wenn man auf eine Frage mit Ja, das stimmt, oder es ist richtig antworten muss, dann ist der Fehler beim Fragenden, also beim Reporter. Denn auf eine Frage kann man nur Ja oder Nein antworten, aber nicht Ja, das stimmt. Ja, das stimmt nie. Bist du ein Böse? Nein, überhaupt nicht. Nein. Kannst du lachen darüber? Ja, zum Teil natürlich schon, ja. Das ist keine Frage. Wie gesagt, mir tun nur die Leute, die glauben, ich oder ein anderer Prominenter ist wirklich so dumm, wie er hier hergestellt wird. Aber ich glaube, das ist eher die Minderheit. Solange sich der Mini Bitlinski bei mir nicht entschuldigen tut, schieße ich für Österreich kein Tor mehr. Denn sonst hätte ich wahrscheinlich hier auch nie wieder eins geschossen. Wieder aber abschließend möchte ich eines sagen, bitte, ich verstehe Spaß, wenn man ihn mir erklärt. Und der Sport ist halt etwas, was ich gemacht habe. Der Sport ist, was die meisten Leute interessiert. Und Politiker sind meistens schon so farblos, dass man sie kaum noch parodieren kann. Und bei den Sportlern, die noch nicht so dialektisch und rhetorisch geschult sind, ist es eher leichter, irgendwelche Eigenheiten herauszufinden, zu überzeichnen, zu karikieren, zu verfremden und dadurch eben Spaß, Pointen zu holen, die für Breitenwirksamkeit sorgen. Gut, das bei der Boah. Ja, ich habe selber Sport gemacht. Bei der Admira habe ich sehr lange Fußball gespielt und habe auch gegen den Toni Polster gespielt. Er hat damals bei der Austria gespielt und zusammen mit dem Zipflo Weinrich, der jetzt ein berühmter Geiger ist, hat er den Sturm gehabt und die haben die meisten Tore in der ganzen Liga ununterbrochen geschossen. Obwohl sie jünger waren, haben sie schon in der älteren Klasse gespielt und da habe ich auch gegen ihn einmal gespielt. Mhm. Zweimal, glaube ich. Wichtiger ist ja, Barbara, dass er sich an mich erinnern kann. Liegen also die kabarettistischen Attacken vielleicht darin begründet, dass es Mini als Fußballer nicht geschafft hat? Vielleicht ist er ein bisschen frustriert, weil er es nicht geschafft hat als Fußballer, aber ich meine, er ist als Kabarettist ganz gut und da ist er wahrscheinlich besser wie im Fußball. Ups! Wenn Sie ihn jetzt kurz so vom Bewegungsablauf beobachten, wie ist er denn? Im Moment so. Kann ich jetzt nur sagen, er hat noch nicht sehr oft das Tor getroffen, weil er hat bestimmt schon öfters mitgetroffen aus ins Tor hinein. Ach ja. Habe ich schon geschossen. Ja, aber noch nicht so oft wie mitgetroffen, glaube ich. Herbert Schneckerl-Prohaska. Wann hat das Team eigentlich von der Aufstellung erfahren? Da war ja noch nichts.
Wo ist der Pointe? Bitte. Da war ja noch kein Pointe, bitte. Da war nur ja unser Teamchef. Wo ist der Pointe, bitte? Ich bemühe mich zu Hause Pointen zu schreiben, da wollte ich nur ja unser Teamchef sagen. Oder was? Da war ja noch nichts lustig. Ich bin ein Mensch, der also sehr wohl über mich lachen kann, der das sehr klar, sehr oft macht, denn ich bin ein Mensch, der auch gerne über andere lacht und deswegen muss man auch in Kauf nehmen, wenn über einen sich wer lustig macht. Also es ist alles in Ordnung, nur wenn man also den Menschen dumm erscheinen lässt, sodass in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, so ist es richtig, denn der ist dumm, dann gefällt es mir natürlich nicht. Die Übertreibungen in seinen Parodien will Mini Bedlinski als humoristisches Gestaltungselement verstanden wissen. Dumm will er die Fußballer nicht erscheinen lassen. Es gibt von bodenständigeren Personen über Leute mit Bauernschleu und Biss bis zu Intelligenten. Alles, wie in jeder Gesellschaftsschicht, auch bei den Fußballern. Überhaupt keine Frage. Und es gibt sehr viele Fußballer, der Rektor der Veterinärmedizinischen Universität war Fußballer. Der Dr. Stamm war Fußballer. Es gibt überall viele Fußballer, Diplom in Hanau, die das Stadion gebaut hat, die nachher auch im Beruf bewiesen haben, dass sie die sportliche Einstellung nicht verloren haben. Ein Interview mit Fußballerpersönlichkeiten könnte dann, nach Mini Bedlinski jedenfalls, so klingen. Oh, du sollst gleich ziellos und langsam zwischen den weißen Linien aus gebranntem Kalk umher. Ich stand allein auf weiter Flur und wartete inmitten der feindlichen Reihen versteckt wie einst der trojanische Rhodax. Nur mit List und Tücke gelang es mit dem feindlichen Recken, die Kugel, die die Welt bedeutet, zu entwenden. Just in dem Moment, als ich erneut eines Feindes ansichtig wurde, eilte mich ein Rufzeichen meines Kameraden aus der Mitte. Schäbung mit der Frucht. Ob höchster Baut, ich unzögern und unzaudern das rundlich Spielgerät im Torraum unterbringen suchte. Sieh, es gelang. Heureka! 10 Jahre ist es her, da haben sich Alfred Dorfer, Roland Thüringer, Reinhard Nowak, Andrea Händler und Eva Billy sich zusammengetan zur Kabarettgruppe Schlabberet.